Seid ganz herzlich gegrüßt zu einem neuen Koop-Abenteuer aus dem Reststop. Heute wollen wir dieses Riesenungetüm, was hinter uns steht, das ist die Aegis Hammerhead, gegen Fighter antreten lassen. Und ihr seht ja schon, wir sind wieder eine richtig schöne bunte Truppe von richtig fantastischen Leuten. Und zwar dieses Mal dabei ist der Askur. Hi. Hallo. Der Master Bro. Abend. Das ist übrigens auch der Besitzer dieser fantastischen Hammerhead hier. Dann haben wir den Skywalker dabei. Grüß euch. Dann vier Leute vom Kartell mit dabei, der Git. Servus. Oh, das war gut. Dann haben wir den Malu TV. Hallo. Den Replex. Moin, moin. Und den Verden. Ist Verden richtig? Ich weiß selber nicht. Ich habe den Namen aus dem Buch insofern. Verden klingt gut, oder? Ist das nicht so eine Art Drachen oder so? So ein kleiner Drache oder sowas? Ist aus Aragorn, Namen okay. Elf. Mhm. Naja, gut. Der taucht auch nur auf ein paar Seiten auf, insofern. Ah, oh, cooler Name auf jeden Fall. Was du meinst, ist eine Weaver. Ja, das stimmt, oder das meinte ich. Richtig, richtig. So, dann ist der Shogo mit am Start. Hallo. Dann das erste Mal der Karl Cooper. Guten Abend. Guten Abend. Dann der Corso Blackburn. Hallo. Captain Spooner. Grüßt euch. Captain J-Star. Abend. Ganz viele Captains hier. Dann der Schattenreiter. Moin. Der kleine Puck. Servus. Der treue Michi. Salve. Moppy 82. Moin. Und Toro da 85. Grüßt euch. Servus. Ja, sehr, sehr cool. Ja, wir haben uns schon im Vorfeld in zwei Gruppen aufgeteilt. Team 1 wird jetzt mit der Hammerhead zu irgendeiner Stelle fliegen, hier um Hörsten rum, wird sich dort positionieren, wird dann sagen, wir sind ready, wir bleiben auch in der Party. Dann sieht man zwar ein paar Namen, aber ist nicht schlimm, dann finden wir uns zumindest. Und in dieser Truppe im Team 1 ist der Shogo, Master Bro, Corso Blackburn, Askur, Moppy 82, Captain Spooner und der Pucki. Und in Team 2 sind Skywalker, Sitgo, Toro da 85, der Schattenreiter, Captain J-Star, Micha, Karl Cooper, Git, Malu TV, Replex und Verden. So, wir sind ein paar mehr, aber wir sind halt auch die Fighter und wir gucken erstmal, wie das Gleichgewicht ist. Erstmal die erste Runde machen wir komplett offen, ne? Jeder hat drei, also genau, wir machen erstmal komplett offen, was die Schiffe angeht, ne? Mal gucken, wie die Hammer jetzt schlägt. Wenn die Hammer jetzt gar keine Chance hat, dann müssen wir so ein bisschen runtergehen mit den Schiffen, die da ankommen und bis hin dann letztendlich nur Light Fighter, ne? Das hatten wir ja schon mal ausprobiert, da hat die Hammer sich ziemlich gut geschlagen gehabt. Und wir gucken auch dann mal mit der Aufteilung. Wenn es jetzt zum Beispiel zu viele Fighter sind, dann werden wir in der nächsten Runde eventuell der Hammerhead dann noch zwei leichte Fighter zur Verteidigung mitgeben, so dass wir so ein Balancing rauskriegen. Insgesamt ist jede Runde 30 Minuten lang, also die Hammerhead muss 30 Minuten lang überleben. Wenn sie das geschafft hat, hat sie die Runde gewonnen. Und wenn sie explodiert, haben halt die Fighter gewonnen. Und danach wechseln wir dann halt. Mal gucken, ob wir gleich direkt wechseln oder ob wir erstmal zwei, drei Runden spielen, abwarten und gucken, wie es läuft. Ne? So, habe ich was vergessen? Irgendwas noch nicht verstanden? Passt schon. Dann würde ich sagen, aufsitzen in die Hammerhead. Wir bereiten uns vor. Ich habe unten zwei Kanäle gemacht. Jeder schlüpft rein. Und ihr sagt dann einfach Bescheid, wenn ihr ready seid, okay? Alles klar. Und dann, dann praktisch die 30 Minuten. Und wir machen uns jetzt soweit bereit, dass wir schon vorne vor der Station sind und dann direkt losspringen können. Ne? So, gut. Dann würde ich sagen, ab in die Kanäle. Und viel Spaß. Jo. Jo. So, dann würde ich sagen, 30 Minuten ab jetzt. Ja, dann geht's los. Dann würde ich sagen, springen wir über UM6. Ich kann versuchen zusammenzuspringen, gucken, ob es klappt. Das ist ein bisschen meine Richtung jetzt hier, wenn ihr mich seht. Das ist UM6, dann starte mal. Ja. Jetzt geht das große Suchen los. Ja. Nee, da wird der, das ist da, wo der Sonnenfleck ist. Ah, ich habe UM6. Jetzt ist es weg. Sehr schön. Ja, du bist aber wahrscheinlich mit bei irgendwem im Spiel, meistens. Ja. Ah, das ist wirklich noch eine El Catastrofico Grande. Man wird automatisch mitgezogen. Du brauchst es gar nicht direkt
Hoffentlich. Aber wohin? Ja, ja, wir sind woanders hingesprungen, Avatar. Du bist oh irgendwo. Gott. Oh Gott. Verdammt! Der wollte mich nach Huel 4. So, warte bloß auf ihn. Wir müssen zusammen angreifen, ne? Das ist, nicht einzeln. Ja, dafür muss man überhaupt erstmal die Hammerhead ansprengen können. Weil hier klappt der Trick nicht, weil die alle so dicht aufeinander sind. Ja, aber du kannst im. Du kannst in der Star Map einfach einen Namen auswählen. Also ich könnte die jetzt anspringen. So, nimmst du hier Master Bro, das ist ja der Hammerhead, der hat ja die Hammer, nimmst du hier Set Root, Party Member und dann spoolt er nur auf den. Und ich würde sogar Würden und Manu mitziehen jetzt. Ah, okay. Dann würde ich sagen, springen wir erstmal hin und fliegen aber noch nicht los, sondern sammeln wir uns erst kurz und dann geht das los. Dann springe ich mal. Ja, ich auch. Also noch nicht in Reichweite, ne? Das war so ein bisschen. Die sehen uns natürlich den Namen, ne? Und werden natürlich dann kommen, aber. So, ich bin da. 14 Kilometer weg ungefähr. 12, ja, 16 Klicks, ein bisschen unterschiedlich alles. Ja. Die Scorpius kämpft gerade noch mit dem Quantenantrieb. Ja, geht auch. Die Leute müssen das Tage gut. Wen kann man denn da jetzt? So, sagt Bescheid, wenn ihr da seid. 14 Kilometer. Skyboy, das sehe ich schon, genau. Ich näher mich mal so ein bisschen. Bin da. Seid ihr schon da, oder? Nee, 14 Kilometer vor Ziel, vor Target. Hier ist es auch angekommen. Chase Star sehe ich jetzt auf meiner rechten Seite. Ja. Was haben wir vor mir? Das erstmal hier. Ne? Genau, wir müssen am besten, ja, keine Ahnung, will einer den Lead übernehmen, oder? Sollten wir uns eher aufteilen in mehrere kleine Gruppen, oder? Können wir auch machen, ja. Kannst du Git bitte nochmal eine Gruppeneinladung schicken? Oh, jetzt? Geklappt. Oh, weia. Ich kann es versuchen, ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an. Heißt du auch Git im Spiel, oder? Ja, genau so, auch GITF im Spiel. Es sind noch nicht alle hier. Nee, einige sind noch. Ah, wir warten noch. Warten noch. Wartet noch, okay, noch keiner. Wie gesagt, lassen. Nur auf die Hammerhead achten, dass die nicht hier nicht angreift. Am besten markiert ihr auf der Star Map Sitgo oder so. Dann könnt ihr den direkt anspringen. Das genau, ist das ist das Einfachste, wirklich. Hm. So, Einladung ist raus. Ja, jetzt hat's geklappt. Danke. Nehmt auf eure Schilde, zieht euch gegebenenfalls zurück. Ist besser, wenn ihr kurz 5 Sekunden Schilder aufladet, auf jeden als wenn Fall. Ihr 5 Minuten mit dem Jäger nachziehen müsst. So, ich werde wie gesagt mit Leadpip gehen und versuchen, die Türme auszuschalten. Ne, das Leadpip meinst du bestimmt. Leadpip, ja, richtig, ja. richtig. So, ich habe dich kurz aufgeschaltet, Wern, weil ich kurz gucken muss, wo ich meinen. Genau, das ist Leadpip, alles klar. Gut, wie sieht's aus? Die Zeit läuft. Wer ist jetzt noch nicht hier? Das heißt so viele, ne? Dann würde ich sagen, Angriff, oder? Wollt ihr Git, Malu, Replex, Verden, wollt ihr ein bisschen zusammen über, keine Ahnung, zusammenbleiben irgendwie, oder? Können wir machen. Wo ist denn überhaupt die Hammerhead? Ich sehe die nicht. Die ist noch nicht pingbar, die müsste 80 Kilometer. Ja, genau. Komm, dann let's go. Müsst du doch einen Namen sehen. Hört ihr eine Richtung da? Kai Walker. 75. Aber seht ihr die Namen nicht? Was ist dieser Seite? Namenhaufen, da Richtung Skywalker da. Ah, ja, okay, ich sehe es. Also, Corso, ne?
bin noch 40 Kilometer entfernt. Bei mir 92 Kilometer. Wer war jetzt alles in der Ares? Git ist in der Ares. Guck, ob sich vielleicht irgendwie an die Front setzt ein bisschen. Ich glaube, die sind ziemlich schnell, ne? Kann das sein? Geht. Nee, man kommt ran eigentlich. Ja, ja, aber ihr langsam, seid zu langsam. Oder? Na gut, ich flieg meine Entfernung. Meine Entfernung schneller wie eure Schiffe. Kann man ja fast nochmal hinspringen. Noch. So, lass mal ein paar Raketen loswerden, wa? So, ja. Motorlook? Bei der Geschwindigkeit ist natürlich schwierig. Ah, ich mach's glaube ich erstmal nicht. So, ich werde mich wahrscheinlich erstmal auf den oberen Turret konzentrieren. J-Star hat einen Crimestat. Stimmt. What? Nee, aber kurz rot, ja. Aber. Jetzt bei mir immer noch rot. Ja? Bei mir auch. Okay. Ich hab die Hammerhead jetzt aufgeschalten. Die Dark Phoenix. Ja. Oh, die Sonne, ne? Natürlich echt. Glaube ich. Haben sich schlaufrastiert. Andere Seite. Raketen? Hab ich schon rausgeschmissen. Siehst du natürlich vor lauter Namen nicht, ne? Okay. Sonne blendet so. Ja, ich finde eher, dass der Turm. Also du schießt ja nur auf einen Namenhaufen. Rocket! Ja, nicht schnell, ne? Dark Phoenix, ne? So Dark Phoenix, die ihr mal halt. Ja, genau. So. Komm wieder rein. Ja, nix. Also normalerweise müsst ihr alles aus der Party, die Jungs. Oder? Ja, ja, also das ist. Mal gucken, ob wir das. Das hab ich. Dass wir so viele sind, halten die ganz schön viel aus. Ja. Ja, die Hammer, die ist auch dicker, also. Ah, die gibt die Gas jetzt gerade, oder? Nee. Ja, die gibt die ganze Zeit Gas, gefühlt.
echte Raumschlacht hier. Aber dafür hat sie uns doch noch nicht down gekriegt. Na, ich glühe aber schon. Also ich blink schon wie ein Weihnachtsbaum. Ich würde gerne Schraumschlüssel einsammeln, aber... Da ist gerade wer explodiert, oder? Der Scorpius zieht sich kurz zurück, Schild aufladen. Oh, der gibt ja Gas. Check fire. Okay. Okay. Ja, die ist schnell. Blüht aber auch schon sehr. Das Schild ist in alle weg. Oh shit. Da ist einer explodiert. Ja, ich bin down. Hab vor lauter Namen nichts mehr gesehen. Ja, das passiert schon. Ist noch jemand hochgegangen? Avatar. Ja. Ich mach mir da beeindruckt, wie lange ich halten kann. Durch. Ja, das ist jetzt das Wichtigste. Ja. Ich bin im Visier, ich bin ziemlich gut drauf. Oh, der wird hart weh. Sind die Schilde down oder? Er hat bloß noch ein Schild. Aber auf der linken Seite. Das Heck ist aber auch schon fast kaputt, insofern. Was sagt die Uhr? Nicht drauf geachtet. Aber im nächsten Durchgang müssen wir die Party auflösen, dass du nicht die ganzen Namen siehst. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, ja. Das nimmt das ganze Flair, du siehst das Schiff gar nicht. Ja, ja, du kämpfst keinen Haufen Namen, ne? Wenn du nah genug ran bist, schon. Ja, es ist aber... Ja, man sieht ja, man sieht auch die Schilder down gehen, das siehst du jetzt gar nicht. Finde ich.
Jawohl! Oh, oh, Glühwein wie ein Weihnachtsbaum hier. Oha! Ja. Ah ja, gut. So sieht man am Kampf aus. Das ist okay. So muss oh nein, Hirsten Security ist hier. Ich glaube, ich habe oh. Echt? Oh nein, echt? Ja, ja. Oh, schnell weg, ey. Nee, bis jetzt habe ich noch nichts. So, haben wir, 12 Minuten. Sind noch über. Sehr, sehr cool. Oh, cool. Dann würde ich sagen, erstmal wieder alle zurück nach Everest Harbor, auftanken, Würstchen essen und dann geht's in die nächste Runde. Yay! Und dann bequatschen wir uns kurz. Ja, mal gucken, ob es zu krass war. Ich meine, es hat lang gedauert auf jeden Fall. Ne? Es war ein guter Fight, fand ich. Also, ist nicht. Aber wie gesagt, die Namen müssen weg auf alle Fälle. Ja, die müssen auf jeden Fall weg. Ja. Geht's ja nicht. So, die 30 Minuten starten ab jetzt und es kann losgehen. Bin aber auf Link jetzt. So, ich bin bei einem im Quantum Spool, einer müsste mich mitnehmen. Alle am besten mal drücken, die gespoolt haben. Irgendeiner, der zieht. Ja. Mich glaube ich nicht. Nein. Ach, der Gruppensprung ist immer noch ein Problem, ne? So, jetzt hat's geklappt. Habe ich noch welche mitgezogen, oder? Bin mitgekommen. Ich glaube, ab gewissen Anzahl von Personen im Spool ist immer kritisch irgendwie. So mit zwei, drei Leuten geht das immer ganz gut eigentlich, ne? Die Leute dürften auch nicht so weit auseinander sein. Ich glaube, mehr als 3 oder 4 Kilometer Abstand. Ne, mehr als 10 Kilometer Abstand zwischen den Schiffen verhindert, dass die mitgezogen werden. Na, ist das okay. Master Bro da unten? Ja, genau. Quantum Drive is now up. Dann kann es losgehen, oder? Wollen wir? Okay. Nope. Na dann los. Let's fetz. Den Pucki habe ich aufgeschaltet. Ja. Haben sich ein paar Hügel als Deckung gesucht. Ich komme jetzt noch. Die Atmosphäre ist komplett andere Nummer, ey. Boah. So, Sitko down. Aber die haben down. Hat die Hammer noch Schilder, oder? Ja, die hat noch. Ja. Volle Schilder. Down. Okay. Scorpius zieht sich kurz zurück. Oh, Micha down. in meinem Leibchen einsteigen, glaube ich. Drei Schüsse haben wir drauf. In der Atmosphäre ist man Träger. Ja. Mhm. So, schaffen wir aber. Schaffen.
Ja, ich muss warten, bis die anderen die Schilde runter. Leider nur ballistisch, aber hier drauf. So, ich glaube, die ruft mir die Arrow aber nochmal. Eigentlich ist die, ich glaube, ich hätte einfach tiefer anfliegen müssen, ich war zu hoch. Ich glaube auch. Hat man zwar mehr Luft, aber... Schreiberwurzeln. Ist klar. Und was hilft? Oh, das ist ein bisschen komplizierter, ne? Was hilft? Um die Hammer zu strafen. Ja, ja, genau. Weitwegen. Nicht statisch bleiben, sondern... Nee, das sowieso nicht. Auf gar keinen Fall stehen bleiben. Nee, müsste ein bisschen orbiten. Du kannst halt super im Canyon anfliegen. Also, du musst tiefer sein als die, am besten. Ja. So, ich werde mal die Saber ins Rennen werfen. Gucken, ob die so kann. Na, ich komme mit der Claudius. Sehen. You are clear to launch. Claudius oder. Du nimmst die Saber oder was? Ich nehme mal die Saber, ja. Mal gucken. Der hat ja auch Flügel. Die Claudius müsste doch das Wasser eigentlich auch wuppen. Das müsste eigentlich auch gehen. Ja, die müsste auch gut sein, ja. Ich bin down. Das war zu viel. So. Wir müssen geschlossener angreifen, weil wir so Stück für Stück auf die Ja, zufliegen. Das ist Mist, das ist Mist. Wir müssen gucken, wie viel sind denn da jetzt noch unten? Keiner mehr? Fünf ist okay. Aber wenn jetzt nur noch drei da sind oder so, dann sollten wir uns erst wieder sammeln. Ne, aber fünf ist okay, so die Hälfte, das passt. Ne, dann schnell dazu. Und was auch immer gut ist, von hinten anfliegen. Da können maximal drei Turrets schießen, wenn ihr von unten hinten anfliegt. Aber die kriechen da unten schön rum wie so ein Sandwurm. Scorpius muss sich zurückziehen. Aber Poki fliegt. Das kann auch bedeuten, dass sie sich dann irgendwann in den Boden ballern. Ja, es war, sie haben schon mal kurz geditcht bei mir. Letztes Mal waren wir, glaube ich, auf Microtech, da hat er dann ein paar Bäume mitgenommen. Ich komme gerade in den Hangar und dann hat meine Zwiebel ist gehüpft vor Freude. Gefreut, dass es geflogen ist. Oh, meine auch. Es wäre so cool, wenn man einfach die Namen ausschalten könnte mit einem Knopfdruck. Ne? Das wäre so geil. Das wäre so mega cool. Da gibt es dann die schöne Hotcake, gibt es doch schön, oder? Nee. Das Skywalker schubt ja einfach. Oh. What? Sorry. Oh, jetzt haben wir den falschen Hangar, glaube ich. Oder bist du Hangar 1? Was ist denn die Hammer? Was müsste da sein, hier, oder? Da ist er. Leute, ist Hangar 11. Oh, die MFD ist schon wieder nicht umgestellt. Die Krise. Verständlich. Muss man auch irgendwann endlich mal in den verdammten Einstellungen einstellen. Oh, das ist Wahnsinn, echt. Soll ja vielleicht mit dem Dings kommen, mit der Persistenz, ne? Ah, ja, das wäre super. Ja, das wäre schon gut. Einfach eingestellt bleiben. Ja. Speicher und fertig, ne? Ja. Das ist frischbar. Aber manchmal finde ich das gar nicht so schlimm. Es hat irgendwie ein Feeling, als wenn man Pilot ist, vorher seine Denks alles einstellt. Ja, aber wenn man es fünfmal am Tag macht, dann ist es nervig, ja. Meinetwegen, sobald es krass geladen werden. Boah, das ist echt eine komplett andere Nummer, ey. Seid ihr schon wieder da? Ich bin schon wieder down. Vielleicht sollten wir uns nochmal vorher sammeln. Ja, sollten wir vielleicht. Also wenn jetzt wirklich zu wenig da sind, sollten wir uns sammeln. Wir müssen nur gucken, dass uns die Zeit nicht davonläuft, ne? Wie viel Zeit haben wir noch? 22. Wir sind doch tot gehen. Sind die Schilde noch aus dem Rennen? Wir müssen reparieren. Ja, die Schilde sind oben. Die machen jetzt nicht wirklich Schaden. Hm. Ja, wenn nicht, zieht euch zurück und dann. Ein Triebwerk ist rot leicht. Also deswegen lohnt sich, dass wir gesammelt Munition angreifen. Man kann uns maximal drei Türme attackieren und wirklich ganz tief am Boden anfliegen. Ja, das lass uns mal machen. Scorpius hat nur noch drei Flügel. Können wir dann auch aus kurzer Distanz Raketen draufballern? Naja, ich versuch grad uns irgendwo zu reparieren.
Achso, nee, alles gut. So. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Was? HDSF Barnbeth? Damaris. Dobart, oder? Damaris. Nee, Damaris. Ja, ja, stimmt. Siehst du den Namen nicht? Doch, jetzt so. Okay. Wo wollen wir uns denn jetzt treffen? Unten erstmal irgendwo? Oder? Unten, am besten unten hinter die Hammerhead. Genau, lass uns doch mal, mach doch mal unten einen Treffpunkt aus. Die Hammerhead, die wird ja nicht so schnell zu euch kommen. Ne, ihr seid also ja schneller. Ich bin 5 Kilometer hinter die Hammerhead. Da kann ich ja warten. Genau, dann sagen wir aber, Micha ist der Treffpunkt. Ja. Micha ist Captain J-Star? Nee, Micha ist Micha. Ja, Micha. Jetzt hat sie gedreht, hat sie Richtung geändert. Thank you. And please visit again. Falscher Knopf. Oha. Einmal durch die Station Quantum Drived. Guck, der dreht sich so unglaublich. Was? Frechdachs. Ja, aber dann ändert die Position. Ne? Wir halten uns halt einfach an Micha, ne? Das ist wie der wilde Ivan, der ja, dreht. Zickzack. Ja, Zickzack-Kurs. Über dem U-Boot. Was macht ein Mann, wenn seine Frau im Garten Zickzack läuft? Weiterschießen. Übel. Oha. Übel. Das fiel mir gerade ein. Zack. Die Hammerhead macht das jetzt nämlich. Ja, der dreht sich. Also jetzt fliegt er im Kreis. Ey, wo seid ihr? Doch gleich dunkel. Hey. Dann die steigen wir alle aus und kämpfen mit der Railgun. Ja, wir sollten die Triebwerke kaputt schießen und dann boarden wir die einfach. Ja, genau. Aus irgendeinem Grund schießt Everest auf mich. Du bist rot. So, wie gesagt, treffen wir Micha, ne? Ja. Irgendjemand ist rot. Wer ist denn rot? Hm. Micha ja, ist jetzt plötzlich rot. Ich hoffe, die verteilen keine Crime-Stats, aber sollten sie eigentlich nicht. Man muss ja nichts machen. Nee. Dann passiert auch nichts. Ja, manchmal macht man das so aus dem Effekt raus, wenn man da so einer stimmt, ist, der so einfach immer Crimes and Bab. Und Chase, das ist jetzt auch rot. Für mich zumindest. Ja, ich glaube, wenn du andere Schiffe angreifst, die zivil sind, dann wirst du eh rot, aber du hast kein Crime Set. Hm. Das stimmt eigentlich schon, ja. So, wer fehlt jetzt noch hier unten? Ich bin hinter euch. Alles klar. Ich hab mich auch erstmal hinten halten, weil ich hab jetzt hier Harbinger wieder. Ich bin sofort wieder da. Ich brauche einen Harbinger am Start. Sehr schön. So, ich wäre einsatzbereit. Bin zwar nicht ganz bei Micha, aber das passt schon. Ja, er ändert schon nicht seinen Kurs, ne? Also er fliegt immer im Kreis. So. Ich glaube, wir können, oder? Ja, wollen wir dann? Jetzt oder nie? Versuchen wir mal. Dann Vollgas. Und klappt mit dem Reparieren? Wenn er Raketen abschießt, die Raketen auch erstmal von hinten drauf. Also. Jetzt will das aber wissen.
näher hier. Scorpius muss aufgegeben werden, fürchte ich. Die kann ich immer noch nicht reparieren und. Schrecklich, wie die reparieren gerade. Oh. Stark beschädigt. Micha ist explodiert. Nein. Oh nein, Clora sind. Felsen. Ah, fliegt halt schön tief, ne? Das ist nicht so schlecht. Und wenn man dann tut, kann er den Raketen nicht ausweichen. Ja, das stimmt. Die treffen nämlich gerade alle. Sehr schön. Oh, jetzt kommen wir ziemlich nah. Ich glaube, wir kommen durch. Wir sind verschossen. Wir müssen ein bisschen. Oh, Alter, so hart, das ist so hart. Ey, das ist so krass, ey. Die Hemmheit ist der Hammer, ey. So, aber jetzt schaffen wir das. Sieht schon gut aus. Ich glaube, die Schilde sind down, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, leider nicht. Nee? Voll auf. Nee, voll auf auch nicht. Die sind schon ziemlich geschwächt. Oh, stimmt. Ah, ziemlich. Doch. So, jetzt packe ich die Inferno aus, Leute. Schnauze voll. Redeemer brauchen wir. Brauchst du das andere Schiff auch einen Turret-Gunner, oder? Ja. Ich glaube, ich habe hier ordentlich einen mitgegeben. Ich habe nichts mehr, was einsetzbar ist gerade. Ich habe halt noch eine Arrow oder eine Buccaneer. Ich habe eine Reliant. Schild down hinten. Ja. Dann könnte jetzt die andere Harbinger die Torpedo schießen. Aber die Zeit ist down. Macht immer Spaß, in so einem Krankenhauskittel zu fliegen. Wollen wir deinen Redeemer nehmen? Schön luftig zwischen den Beinen auf jeden Fall. Bei dem Redeemer könnte ich nur mit einsteigen. Das Schild nicht wieder auf. Also meine Redeemer braucht noch eine Weile. Fürchte ich. Ja, musst du gucken, dass wir jetzt nicht auf Schiffe warten. Das ist, glaube ich. Ja, das dauert zu lange, wir müssen gleich wieder rein. Ja, ich habe eine Scorpius sonst. Fliegen. Ah, dann kannst du ja noch einen in den Turm mitnehmen. Solltest du auch bei der Scorpius. Ja. Dann kannst du Karl mitnehmen. Ich guck, was ich nehme. Ja, ich kann auch euch beiden die Scorpius stellen. So, 12 Minuten haben wir noch. Bessere. Schaffen wir. Je nachdem, was dir lieber ist. Ja, dann stelle ich die euch beiden. Alles klar. Wie viel sind noch vor Ort? Minus 1. Also keine mehr vor Ort? Also nicht. Ich glaube, 3, 4 sind noch da. Sicher kommt auch gleich wieder. In welchem Hangar steht hier Replax? Ja, seid ihr sofort. Dann lass uns doch wieder runterfliegen, erst wieder sammeln. Na, alles klar, dankeschön. Jo. Dann sollten wir uns beeilen, weil umso länger wir warten, umso schneller sind die Schilde wieder hoch. Ja, da hast du recht. Dann vielleicht doch nicht sammeln, oder? Thank you. Ja, also gezielte Angriffe sind schon nicht schlecht, ne? Also. Ja. Ist ja vielleicht auch hilfreich, wenn wir die in die Zange nehmen. Welche von hinten und von vorne. Ja. Wenn wir mal alle von hinten anfliegen, dann können wir uns halt. Wie sieht denn die Hammer halt aus? Hat die überhaupt schon Schaden bekommen? Hat noch, ne, so richtig nicht. Hm. Also erst. Schilde sind ziemlich weit oben und rot habe ich noch nicht großartig gesehen jetzt. Also. Aber viele Flares können sie nicht mehr. Als Boot kommt man halt noch die sich besser, ne? Die Türme. Ja, das ist halt der Vorteil, ne? Die Türme sind halt nicht beeinträchtigt von der Schwerkraft, ne? Die können sich drehen wie oben und alles andere ist aber beeinträchtigt. Also das ist schon. Der Hammer den Boden wegzukriegen, ist schon nicht so einfach. Vor allem im Dunkeln. Ja, das kommt dann noch dazu, ne? Im Dunkeln. So risch.
So, J-Star und Toroda sind noch da. Ja. Und ich glaube, einer ist mit mir gesprungen auch, ne? So, kurz Probeschuss. Hier im Hangar und werde von Raketen beschossen. Ach so, klar. Ich wird mir nicht angezeigt. Warum sind diese MFDs ich immer falsch keinen eingestellt? Ich verstehe das nicht. Das will doch, das, also ganz ehrlich, das Triangle, das muss ich doch echt nicht sehen. Nee. Ach, ich muss, ich will das jetzt einstellen. Das ist mir. Bin ich irgendwie weg? Ich bin rausgeflogen irgendwie. Ich stehe wieder auf Everest Harbor. Da haben die Entwickler, glaube ich, eine Absicht gemacht. Schön hier, ha, guck mal hier, machen wir immer so falsch rum. Ja, ein bisschen Ärger. Vor allen Dingen das Wichtigste, der Target, ne? Der muss doch wenigstens immer. Genau, ja. Das muss man doch sehen. So, der Target und die Schilde. Greifen wir mal, schon, ne? An oder noch nicht? Bis jetzt hat man nur zu dritt. Ja, da sollten wir vielleicht noch einen Tick warten. Wir haben ja noch 9,5 Minuten. Die Zeit haben wir nicht mehr. Ja, 9,5 Minuten gehen aber noch. Also das schaffen wir. Sie kommt jetzt zu uns in unsere Richtung. Stimmt. Die Hammerhead hat keine Schilde mehr. Ne, das sieht nur so aus, weil wir zu weit weg sind. Ah, schade. Ne, der hat volle noch Schilde. Jetzt. Mhm. Aber ich glaube, die hat keine Flares mehr. Ne, die hat sie nicht mehr, ne. Zwei Minuten könnte ich mit einer Redeemer ab. Nimm das. Ah, noch nicht schießen. Na gut. 2 Minuten. Hm. Na, kommen wir dann noch rechtzeitig überhaupt an? Nee, ja, das ist halt die Frage. Weg. Ja, bald mit einer ungetunten Buccaneer. So einer Glaskanone kann ich halt auch nichts ausrichten. Hm. Was ist mit der Scorpius? Ist die nicht gekommen? Lässt sich nicht reparieren. Oder die du gestellt hast, da sind wir rausgeworfen worden. Die gibt's nicht mehr. Aber ihr hat auf jeden Fall keine Flares mehr. Ja, dann sag doch was. Oh, okay. Wie sieht's aus? Wer ist noch nicht da? Ich bin im Anflug. Aber du bist Sitka. Der Einzige, dann können wir doch, oder? Ja. Dann lass du angreifen. Ja. Vollgas. Sitko, hast du da 5 Raketen drin, oder hast du Standard? Standard. Ja, würde ich sagen, erstmal alle Raketen raus, weil die haben keine Flares mehr und dann angreifen. Na gut. Zu spawnen. Ansonsten kann ich jetzt auch die Redeemer mitnehmen. Ja, dann nimm die Redeemer, dann gehen wir da rein. 30 Sekunden. Kommt jetzt auch nicht drauf. Attack on shields. Einmal Überflug, rot. So krass, ey. Ja, ist schon. Womit fliegst du jetzt? Das ist nur Inferno. So dunkel auf einmal. Oh, das war's! Schlecht, wir haben sie, ja. Aber ich glaube, die sind dagegen geflogen, oder? Die ist wohl gegen geflogen, ganz sicher. Also ich bin nur gerade gegen Boden geflogen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir sie nicht einfach 6 Minuten Lucky krass. Hit mit einem Dings getötet haben. Ja, keine Ahnung, kann sein. Ja, die haben Selbstmord begangen. Meinst du? Ich, ja, geh, ich geh mal rüber, ich frag mal. Ja. So, lass mich raten. Lass mich raten. Pucki ist, geflogen und ist abgestürzt, richtig? Wie bitte? Pucki ist geflogen und ist abgestürzt, richtig?
Nö, okay. Ich dachte, Pucki ist wieder irgendwo gegengeflogen. Nein, die ist einfach nach unten durchgesackt. Entweder habt ihr Triebwerk oder was getroffen oder die Antriebe. Achso, das kann sein, weil das Triebwerk war schon rot. Das kann sein, ja, dass wir die Triebwerke haben auch ordentliche Fehlzündungen gehabt und alles. Aber das war doch jetzt länger wie eine halbe Stunde, oder? Nee, waren 6 Minuten noch über. 5 Minuten 40, ja. Müsst ihr mal einen Timer stellen. Sag mal, wann hast du denn den Timer angefangen? Als ich gesagt habe, geht los jetzt. Wir kommen jetzt, habe ich gesagt, als erstes. Da habe ich angefangen. Aber krass, also wirklich lange gehalten. Also Wahnsinn. Ja, und das war jetzt ohne Military-Komponenten. Ne? Also in der Atmosphäre definitiv besser. Ja, absolut. Ne? Das ist wirklich, die Hammerhead in der Atmosphäre ist unheimlich schwer zu knacken. Gerade wenn die auch tief fliegt und so, das ist wirklich heftig. Gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns auf der Station, wechseln und teilen dann nochmal ein bisschen auf. Wir sind ja dann auch nur 7 Leute. Nur ein paar werden doppelt sein, denke ich mal. Und dann nächste Runde. Jo. Cool. Sehr gerne. Dann erstmal wieder auf die Station. Ja, aber ich kann jetzt schon wieder sagen, die Hammerhead ist wirklich, ja, gegen kleine Fighter, echt ein gutes Schiff. Also ich finde, das fühlt sich auch genau richtig an. Die ist nicht zu schwach und die ist nicht zu stark. Das ist ein cooler Kampf. Super, find's echt gut. Ich meine, 18 Fighter hatten wir vorhin und wir haben ewig gebraucht. Ja. Und so sollte es auch sein. Ja, das ist eins mit der gut bestbalancierten Dinger, würde ich auch sagen. Ja, total. So, wir wären soweit. Jo, perfekt. Dann starten wir 30 Minuten jetzt. Stellt euch einen Timer. Alles klar. Und ich glaube, die Eien und die. Hab den Namen von der anderen vergessen. Inferno. Die sind, glaube ich, auch deutlich besser gegen wirklich große Schiffe. Weil die ja nicht so viel Jägerabwehr haben. Sprich, da werden sie nicht so leicht getroffen. Ja. Und dagegen können sie die auch leicht ausmanövrieren. Ja, letztendlich hat jedes Schiff so seine Aufgabe, ne? So, ich habe einen Kontakt. Ich habe auch wem. Auf. Ich habe. 12 Uhr. Ich habe auf 12, genau. Jagen wir mal. Was haben wir da? Sehen wir da drauf? Micha ist eine Inferno. Ja, alles klar. Ich war auf Micha. Ich hab ihn auf. Chago ist eine Warp. Dann sollten wir Micha vielleicht auch erstmal. Ne? Micha ist aber auch noch 12 Uhr. Asko ist auch eine Inferno. Auch auf 12 Uhr. Oh, hier sind ganz viele Eins und Infernos, ey. Junge. Die wollen es wissen? Die wollen es wissen, ja. Dann halte ich mal Vollgas. Genau, gib einfach ein bisschen Gas, ne? Nicht Vollgas, aber so ein bisschen. Ja, einige. Der kleine Puck auch mit der Inferno. Ja, wir müssen dann vielleicht aufpassen, nicht von hinten gleich anfangen, Raketen zu schießen. Genau. Ne? Ja. Vielleicht auch ein bisschen straven, damit wir alle schießen können und die nicht einfach straight fliegen können, genau. Der Puck kommt. Asko hat auch eine Inferno. Auch 40. Ja, 20. Ja. Ja, vielleicht nicht zu sehr mit der Hammerhead rumkurven, weil sonst ist es ganz schwierig, wirklich sich mal auf einen zu konzentrieren. Also, ne, weil das bringt letztendlich eh nichts, weil die ist nicht manövrierfähig, dass sie irgendwas ausweichen kann oder so. Ist die Kante da, ey. Verdammt, ja, willst du gerade, willst du schießen und dann kannst du nicht mehr. 120, ja.
komm nicht ran. Ja, die bleiben auf Distanz. Ja, hab ich gerade festgestellt, also die bleiben gut auf Distanz. Ich komme nicht ran, ey, das ist echt verrückt. Ein Inferno hat keine Schilder mehr, die von Askur. Askur dreht auch ab. Ja, ich muss gerade ein bisschen mit der Welt. Ja, du kannst auch mal dekappeln, ne, wenn du willst. Also einfach dekappeln, umdrehen. Andere Schilder nutzen. Oha! Du! Er war gerammt. Ja, echt? Den hab ich voll mich reinfliegen sehen. Ja, das kannst du nicht. Dann hast du keine Chance. Das ist RAM. Deswegen habe ich extra geschrieben, nicht RAM. Ja. Ne, weil das, da hast du dann. Ich glaube, er konnte nicht mehr ausweichen, wie wir haben und da so. Da musst du irgendwie aufpassen. Ja. Ja, Runde geht an uns, würde ich sagen, wa? Also würde ich behaupten, du kannst nur mal nachfragen, aber ich glaube, er hat uns gerammt. Ja, ich frage mal. Das, die Schilde waren voll, da war kein Missile Alert. Nee, das kann nicht. Wir wären soweit. Jo, sehr gut. Dann starten die 30 Minuten. Bis später. Diesmal nicht RAM. War ja keine Absicht, ich weiß das ja. Hat sich schon jemand gesehen? Nee. Sehen wir, die springen jetzt. Und meinst du, der Traktorstrahl bei der Knatterpillar wird jetzt auch mit 3.18 kommen? Ah, glaube ich nicht. Ich glaube, dass so viel wird da noch nicht. Ich glaube, es gibt noch gar keinen Schiffstraktorstrahl. Die wollten ja noch die Seitentüren überarbeiten, dass die Seitentüren gleichzeitig Staubzug sind. Weißt du? Ja. Bei den Modulen gehen doch die Türen zur Seite auf. Also ich rechne lieber mit ganz, ganz wenig und alles, was dann mehr kommt, bin ich glücklich. Ich lasse mich da überraschen. Ja, ich auch. Womit ich rechne, ist, dass dass mehr Piraten unterwegs sein werden. Deutlich mehr als jetzt. Weil ab jetzt fängt es an, sich zu lohnen. Ja. Pinkt ihr mal mit den Türmen nach hinten? Ja, wir sind schon dabei. Genau, bis jetzt hat noch kein Kontakt. Außer die beiden da unten, aber die gehören nicht zu uns. Doch, oben, 27 Kilometer auf 198. Ist das überall gleich? Mhm. Wir beide auf jeden Fall, 40 Grad. Na gut, das ist bei euch, da sehe ich nichts. Ja. Nee, das ist bei uns hier, aber das wird gut. Du musstest den noch sehen. Dreh dich mal nach hinten um. Ja, und da. Ich sehe nichts. Ja, ich sehe halt alles auf Kopf, das hilft mir nicht viel. Ah, jetzt habe ich einen. Master Bro hat uns 10 Klicks weg in der Scorpius, ich flieg vor. Ja. Habt ihr Scorpius? Ah, die Scorpius muss schon näher ran, glaube ich. Die wird nicht. Ja, die wird gespannt, wie sie die handeln. Fliegt nicht zu schnell, ne? Ah, so ist gut, glaube ich. So ist gut. Ja. Warte, Kontakt. Da kommt die Inferno neben der Scorpius. 10 Kilometer. Scorpius ist 5 Klicks. Ja. Ich kann es nicht mal ins Target, ne? Ich auch nicht. Ich hab's im Target, aber ist noch zu weit weg. Ich auch. Ja, 4,4. Rakete. Von hinten. Verfehlt. Zwei weitere. So, jetzt kriegst du nicht mehr das Target. Ganz schön viele Raketen. Einer verfehlt. Also zwei weitere. Versuch die abzuschießen, die Raketen, ne? Ja. Und auch aufschalten und genauso abschießen wie. Das war ein Treffer. Aber nicht schlimm, Schilde sehen gut aus. Oh, FPS sind gerade auch nicht so geil. Nee. Alles gut, wir haben 24% Schild, ich habe die Schilde im Blick. Ich kann es ja durchsagen.
Zwei Scorpius. Genau hinter uns unten. Naja. Bin dran. Ich bin dran, kommt von rechts gleich vorbei. Komm nicht mehr ran. Nee, ich komm auch nicht ran. Einer ist geplatzt, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Zieht oben drüber. Geht jetzt direkt in meinem Feuer. Zweite Scorpius. Ja, ist down. Eines weg. Eine down, Splash. Ich drehe mich nach vorne um. Ja, Starfighter am Arsch. Ist noch eine Scorpius? Komm nicht ran, aber ist egal. Nicht die Donne drehen. Ich komm nicht ran. Starfighter von hinten. Jo. Scorpius dreht ein. Kommt von vorne, 12 Uhr. Vorne kommt vorbei. Ja, kann keine Ziele aufnehmen. Fokus auf die Ares. Ja. Wo ist die Ares? Schilde vorne, down. Ne, hinten. Sorry. Hinten, hinten. Ares kommt. Aber es ist jetzt genau 6 Uhr. Der Hintern ist zu tief. Ich komme nicht ran. Schilde hinten bauen sich auf. Ja, Micha kommt mit der zweiten Inferno angeflogen. Auf. Hab ich. 19 Uhr. Scorpius. Steht er gleich hinten down? Scorpius sind in Reichweite. Komm ich nicht ran? Zieht vorbei. Ja. Splash. Ein Arrow habe ich da hinten noch. Der Scorpius hat ordentlich gefressen. Ist vor uns. Hesperia kommt von hinten, Talon. Ja, sehe ich. 3,5. Da kommt noch was, eine Ares. Kann sie nicht aufnehmen. Zieht rechts vorbei. Zitko über. Oder links, links. Außer Reichweite. Habt ihr Talon Vision? Ja, die Ares ist weg. Da Aero kommt gleich von noch was. Links. Noch unsere Seite. Talon ist down. 2,3 Kilometer entfernt. Okay, an die Dings komme ich nicht mehr. So, die Show ist auch. Die Arrow ist zu weit weg. Jetzt habe ich sie, komm nah ran. Kann sie nicht aufnehmen. Sieht rechts vorbei. Ja, hab's im Visier. Ja, müsste jetzt auf der rechten Seite beide Schiffe sein oder alle Schiffe. Ja. Ja, vor uns ist eins auf dem Boden relativ. Ja. Rechts kommt Scorpius. Hinten. Micha kommt von rechts mit der Inferno wieder. 2,1 Kilometer. Ja, 12 Uhr. Ja, down. Sehr gut. Aero kommt wieder, hat ja, Schilde sind oben. 3,2 Kilometer. Ne, die drin ab. Die wird nicht angreifen, eine Aero oder das ist alleine. Die ist alleine, ja. Ich glaube, das war es auch erstmal. Das war die erste Welle wahrscheinlich, ne? Wie sieht es bei uns auch eigentlich ganz gut aus. Schilde sind wieder vollständig oben. Ja. Geil, ne, wenn jetzt der Ingenieur hier durchrennen müsste und so ein bisschen Brände löschen müsste und so, das wäre so gut. Ne, oder zum Beispiel, dass irgendwie dann so Probleme. Oh, die Aero kommt, die Aero kommt. Mein Turm spinnt rum und jetzt so. Jetzt ist sie da? Ja, sie ist. Sie dreht ab nach rechts. Ja, ich halt schon drauf. Hab ja, mich aufnehmen. Gut. Ja. Wie gut das aussah, wie die schön geplatzt ist. Schön geplatzt das Ding, ne? Genau. Hier ist mehr Rauch auf dem Planeten. Ja, nichts sieht so schön aus wie feindlich platzende Schiffe. Oh ja, wirklich? Ja, ganz bewusst. Okay. Ah, okay. Ah, wir wollen uns hier die Mulde setzen. Schön. Genau.
Erstmal normalerweise, wenn wir uns hier in die Kuhle reinsetzen würden, komplett, dann müssten die jedes Mal über den Hang erst kommen, bevor sie uns angreifen können. Ja, aber wenn er weiter runter geht, kann ich gar nicht mehr wirken hinten. Genau. Ach so, ja gut, das stimmt. Ja, wir steigen dann wahrscheinlich auch wieder auf, ne? Das ist, glaube ich, genau. Nur für den Anflug. Ja, können wir mal gucken. Wir haben jetzt noch 21,5 Minuten, ne? Ich denke mal, die werden sich wieder sammeln, vermute ich mal, wenn sie schlau sind. Ja. Schnell noch was zu trinken. Die Pause nutzen. Ja, die nutze ich auch gleich wieder da. Ich hole mir auch was. Oh, weia. Ah, hab ich nicht mal gegeben, oder was? Die kommen! Nein, Quatsch, kommt keiner. Ich bin dann schuld, Sitko, wenn jetzt hier jemand kommt. Ich hab's alle zum Trinken gejagt. Jetzt. Genau. Du musst aber dann aber alles klar machen. Ja, genau. 10 Schiffe und davon waren echt viele Infernos und Co. Und wir haben nicht mal Schaden bekommen, groß. Krass. Ja, die Raketen, ne? Die sind hart. Wenn die einknallen, das ist... Aber irgendwie geht das besser am Boden jetzt, als wie im Raum, oder? Könntest ja, sagen? Weil die Jäger hier sich nicht so frei bewegen können. Ja. So. Und wir sind auch statischer, das ist halt von Vorteil für die Geschütze. Zielübung. Was wird geschossen? Der kleine Stein? Nee, ich habe auf diese Riesensäule geschossen. Guck mal, da ist so ein Stein auch an der Nähe. Man muss hier Grillobst machen. Also nicht wundern, das Abtreiben ist durch den Wind. Okay. Ja. Der von ich habe das Schauspiel ich mir gerne mal von unten angeguckt. Na, das sieht bestimmt gut aus. Ja, wenn einer auf dem Boden ist. Haben wir schon unter Targets jetzt? Nö. Nein. Ballern nur so freudig vor uns hin. Die Übungen. Oh! Ja, ich habe gerade was gesehen. Ja, eben. Auf 313. Das sind aber, glaube ich, die beiden da vorne, oder? Ich kriege 12 Uhr. Nee. Ich glaube nicht. Okay. Ja, 11 Uhr. Gladiator, ja, bei 11 Uhr. 8,6 Kilometer. 11 Uhr, okay. Sehe ich auch, aber auch noch nicht. Ich auch nicht, bei 12. Ich habe sie. Geht mal auf 1. Da ist die Kevick. Das ist Kevick. Warum die? Aber 36 Kilometer Entfernung kommen die erst in den Fall. Oh, ja, hätte nicht zu dolle sinken. Ich sehe auf jeden Fall einen Thruster. Okay, an dieser Rakete. Was? Die ging daneben, ne? Auf den schönen Korb reingerotzt, das Ding. Aber die. Ja, die ging auch daneben. Auch daneben, sehr gut. Da kommt die nächste. Das Trompete ist oder was? Was die jetzt abfeuern oder was ist das? Ja, das ist wahrscheinlich Blindfire. Alter, ich hab die voll gut getroffen. Die hat den Trocken. Ah, ist nicht schlimm, war nur 1% Schild, ist gleich wieder oben. Na gut. Jetzt wieder oben. Oh, jetzt sehe ich die anderen Seiten auch. Nicht, dass die. Ja, da ist ein Kontakt. Was ist das? Ein Harbinger. Ja. Jetzt kommen sie. Mhm. Der Gladiator kommt. Ja. Und eine Buccaneer. Die Buccaneer ist auch gleich da. 12 Uhr. Da dann wieder in Bewegung setzen. Gladiator. Sitko auf unserer Seite. Ja, eine Super Hornet. Ja, oder auf der Höhe.
Die fliegt jetzt gleich an dir vorbei. Okay, macht sie doch nicht. Oh. Kommt aber gleich noch eine Evo. Vordere Schädel down, oder? Ah, nee, doch nicht. Ne, ne, alles gut, 25% vorne. Ich hab's im Blick. Eine Harbinger von hinten. Die sollten mal fokussieren. Okay, 16% Schilde hinten. Jetzt fallen sie sauber. Ich kann hinten nicht wirken. Okay, du triffst uns seitlich, 23%, alles okay. Arrow zieht links vorbei, da rechts vorbei. Ja. Wackeln hier von hinten. Ich treffe sie nicht. Oh, da ist noch eine. Oh, mein Turm ist ausgefallen. Okay. Drehen wir das Schiff. Wir müssen uns drehen, auf jeden Fall. Genau, kippen. Die linke Seite ist weg. 8%. Raketen von hinten. Mein Turm ist down. Das ist von außen angucken. Ich schaff das! So, da. Wieder auf 15%. Von 12 Uhr kommt jetzt ein Buccaneer, fliegt nach rechts rüber. Das größte Problem ist hier manchmal, die Leute ins Tal zu bekommen. Ich kann nicht wirken. Buccaneer ist gleich down. Oder auch nicht. Hast du noch rausgeschafft. Da ist noch eine Freelancer mit. Und irgendwas rechts ist groß neben mir. Ich jetzt nicht. Bei uns ist eine Karte ist Black. Grady hat er von hinten. Die Kant ist down. Die Kant ist down. Ist die Kant? Ich hänge. Das ist Grady, oder? Ja, die wollen uns doch vorne. Ich hab hier noch eine Arrow, 2 Kilometer weg. Ja, sehe ich, hab ich im Video. Kommt jetzt. Okay, ich bin raus, mein Spiel hängt. Oh, wir drehen uns auf den Kopf. Schilde vorne auf 11%. Ja, ich glaube, wir müssen so ein bisschen auf der rechten Seite bleiben, weil ich glaube, auf der linken Seite haben wir keine Geschütze mehr. Gerade. Ist richtig, noch, oder? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ach, du bist noch da. Okay, super. Ja. Aber bei mir kommt sie wieder mal kurz drüber gepeitscht. Wie viele Targets haben wir noch? Eine Menge. Beispiel Desktop. Sugar ist hier. Da ist schon down. Passt. Hinter uns ist eine Miss. Ja. Über uns kommt Sharko mit der Warp. Ja, der hat aber nicht noch viele Schilde. Macht Kudel schön. Unsere Schilde sind wieder voll übrig. Ja. Das wäre jetzt genau das Ziel für Zitro gewesen. Aber so kann ich richtig schön ausnahmen. Das sieht so gut aus. Auf meiner linken Seite ist eine Hornet. Kommt jetzt Richtung 12 Uhr. Im Anflug. Schon kurz auf deiner Seite? Ja, habe ich.
14 Tage. Noch ein Stück nach rechts bitte. Ah, zu spät. Ah, du fliegst nicht gut, geht, ja. Muss ich sagen. Also. Oh, da kommt noch was. Die Hornet kommt noch mal. Von rechts nach links jetzt rüber hin. Pendelt sich hinter uns ein. Ist genau hinter uns. 6 Uhr. Weit. Ja, ist gerade ab, ja. Wie sieht das Schiff aus? Ist noch fit oder? Alles bestens vorne oder hinten ist das Ding kaputt. Die Spitze, aber sonst Schäden sind wieder oben auf 25. Asko 11 Kilometer über uns. Asko 11 Kilometer, also im Anflug. Ja, das ist eine Entfernung. Captain Spooner auf, auf 18 Uhr hinter auf 11 Uhr. Kommt im Anflug. Ja. Geht jetzt über euch rüber rechts. Wir haben hier noch eine Scorpius, die gerade hinter uns kommt auf 6 Uhr. Raketentreffer. Aber ist nicht schlimm, Schilde sind auf 23%. Oh, ich bin gerade auf dem Schiff gefallen. Bist du, kannst du das, das Geschütz kümmern? Ja, soll ich machen. Wo warst du denn? Hinten. Gegenüber von mir? Ganz hinten. Ganz hinten. Ja, ja. Na toll, der langweiligste Tod. Ja, genau. Ja, ich habe Crash the Desktop gehabt und bin dann reingespawnt, aber dann rausgefallen. Dann kannst du es dir jetzt von unten angucken, oder? Nee, ich bin tot. Ja, schade. Wäre zu schön gewesen. Mhm. Na gut, wir sind wieder im Spiel. Yes. Asko ist immer noch Zahn und Karte, den müssen wir langsam mal... Kannst du mir eine Uhrzeit nennen? Wo ungefähr? War auf 6 Uhr, ne? Ja. Er ist aber 5 Kilometer weg. Er ballert hier Raketen rein ohne Ende. Ja. Da ist wieder eine Entfernung, Asko, genau. Bleib ruhig ein bisschen weiter unten, oder? Ja, wir könnten wieder runter, oder? Wir sind ziemlich hoch. Er hat kurz die zwei gejagt. Jetzt okay. Sind wir wieder runter. Was sagt die Zeit, Zitro? Die Zeit sagt 9 Minuten. Schilde 24%. Wir haben da Freunde in der momentan. Ah, es kommen aber, glaube ich, neue Ziele rein, oder? Ja, ja. 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 Auf 3 Uhr. Genau, 3 Uhr. 12 Kilometer Entfernung. Nährt sich jetzt. Oha, ich komme sind alle 4 Raketen an uns vorbeigeflogen. Komm da gar nicht ran. Kannst du einen Tick nach oben ziehen, die Nase? Bei Asko 4 weitere Ziele aufgeploppt. Ne, nach unten, sorry. Hinter Asko. Obwohl, er ist eh zu weit weg. Ist eh Latte. Flieg so, wie du meinst. Ich nehme das ins Korn, was mir vor die Nase fliegt. Weil ich glaube, wenn jeder sagt, wie er da am besten rankommt, dann... Ja. Sag mal, wo die Ziele kommen, dann versuche ich da mal... Auf 6 Uhr ist Askur noch. Ja, kommt. Er wartet aber. 3 Uhr kommt. Er wartet. 3 Uhr kommt eine Hornet rein. Askur kommt jetzt, ne? Ja. Komme ich aber nicht ran, aber ist egal. 3 Kilometer. Ja, ich hab mein Ziel. Zieh mal ein bisschen hoch, dann komme ich ran. Oh, da kommt jetzt einer für dich. Ja. Oh, die Hornet hat mich gefressen. So, Asko ist jetzt kommt rum. Ja. Ja. Aber ist schon raus bei mir. Ja, bei mir auch. Ein Arrow über uns weggeflogen. Schäde sehen noch gut aus. Alle über 20%. Aber ich denke mal, die dicksten Wellen haben wir überlebt schon.
Ja. Hinter uns kommt wieder eine Harbinger. Genau hinter uns kommt die Harbinger. Ja. 6 Uhr. Arzburg kommt jetzt auch wieder auf 12 Uhr. Die Hornet auch auf 6 Uhr. Genau auf 6 Uhr. Sehr gut. Die Hornet ist schon geplatzt. Jetzt geht's ab. Das mit dem hinten auf 18%. Arrow down. Da hinten kommt noch eine Freelancer Max. Die Hornet kommt wieder auf 6 Uhr. Schilde hinten 12%. 11%. Was bekommt auch von hinten rein? Auf 12 Uhr kommt jetzt die Harbinger. Meine Türme aufladen, jetzt bin ich leer geschossen. Schilde vorne wieder auf 17%. Ah, der Turm links kommt die Hornet. Schnarch, ey. Der ist halt schlecht platziert. Hornet ist hier platt. Was war das denn? Die Inferno ist hier. Ja. Ja, war ein schöner Anflug. Die tat weh. Harbinger, rechts, genau. 11 Uhr jetzt. Ja, beide sind rechts. Die Inferno ist auch rechts. Hä? Schoko was? Kommt mit einer Mist Prospector? Was hat der denn vor? Der will uns wegmeinern. Echt? Der baut uns ab, gleich. Asko, jetzt. Nicht, dass er hier mit seinem Laserstrahl hier uns da... Die Türme bräuchten echt ein bisschen mehr Reichweite. Also. Stimmt, der Schoko kommt mit einem Prospector. Echt? Ja. Unterschätze niemals seine Prospector. Oh, da kommt noch eine Nomad rein. Ja, das bin ich, da ich ja sonst nichts mehr zu tun hätte. Ich guck nur. Oh, da ist die Prospector. Genau über uns. Der nervt uns mit Docking Requests. Genau, der ist für psychische. Ne, die Nomad nicht beschießen, glaube ich. Nee, nicht unbedingt. Aber mein Gott, wenn. Er sagt aber auch nichts, ne? Ich bin fleißig am Draufballern. Ich bin ausgewichen. Ja, kommt da jetzt noch was oder haben sie jetzt aufgegeben? Doch, da sind noch ein paar da. Echt? Toroda ist noch da und Stimmt, Asko jetzt die Inferno. Die Asko kommt jetzt wieder. Asko kommt auf 11 Uhr, den habe ich jetzt voll im Visier, wenn er jetzt anfliegt. Macht er. Der kommt jetzt rüber zu euch, links hinten. Oh, waren wir das? Warst das ist gut. Oh, nee, echt? Ja, ist doch alles gut. Oh, verdammt, ey. Sorry. War doch eh nur zum Spaß. Das sah aber geil aus. Oh, Mann, ey. Da achtet man halt auch einfach nicht drauf. Nee, du siehst nur einen Marker und ein Schiff und dann...
Ja. Alles gut, nehme ich keinem übel. Ich sollte auch eigentlich gar nicht da sein. Ich habe, glaube ich, ganz zum Schluss deinen Namen noch gesehen. Da warst du aber dann schon am Platz, verdammt. Und neues Ziel, Avatar mit einer Harbinger wieder. Torodos 12 Uhr. Und noch. Ja. Oder, sorry. Genau, kommt jetzt an. Die Inferno kommt jetzt wieder hinten rein. Hinten links. Unten. Das war Ziskos Moment. Für eine halbe Sekunde. Ja, warte, ich habe hier gerade die Prospekte am Start. Die gehört mir, die Prospekte. Ah, verdammt, sie hat's geschafft. Asko kommt wieder angeflogen. Toro da vor uns. Aber auch was draus gelernt? Eine Nomad gegen eine Hammerhead? Kannst vergessen. Kannst vergessen. Okay, Asko wird es jetzt von hinten probieren. Auf den Kram. Wie der an uns rankommt, wir aber noch nicht, ne? Aber ich hab ihn jetzt. Nein, und ich hatte ihn. Mist. Er macht richtig gute Anflüge, muss ich sagen. Gibt's nicht. Er heilt halt mit, er nimmt halt Speed auf, heilt mit voller Kanne vorbei und dann, aber es bringt halt nichts, unsere Schilde gehen nicht down. So, Avatar kommt mit einer Harbinger, ballert natürlich die Raketen komplett von der Entfernung weg. Oh, jetzt habe ich gepennt. ...15% Schilde vorne und hinten. Blackburn ist im Anflug. So, 24 Sekunden, Leute. Schaffen wir. Wird ein 2-0, habe ich hier. Oh, wir sind rot in der Mitte. Ey. Oh ja, jetzt kamen die ganzen Raketen von der Harbinger rein. Die tun weh. So, 3, 2, 1. Jawoll! Na, herzlichen Glückwunsch. So, dann machen wir trotzdem fertig hier. Ja. Bis zum bitteren Ende! Aber jetzt wird's aber schwierig. Wenn alle auf einmal angreifen, dann wird's echt heftig. So, Notiz an mich selbst. Ich will nie wieder in den hinteren Turm. Ja, ist scheiße, ne? Du kannst nichts machen. Vor allem, du hast dann immer wen und dann dreht das Schiff und ist wieder weg. Ja. Oha. Nee, Asko, so nicht. Selbst am Boden kämpfen wir noch weiter. Auf 12 Uhr auch noch. Kommt doch alle her! Da komme ich nicht ran. Kannst du ein Stück nach rechts? Ich komm nicht ran. Oder die Prospekter meinen uns vorne weg. Ja, ja. Ich muss noch ein Stück. Ja, du, perfekt, danke. Jetzt, oder was? So, da unter uns ist noch eine Scorpius. Die dödelt da noch rum. Müsste ich da eigentlich rankommen hier, oder? Ja, das ist, unter uns ist doch dein Job. Eigentlich ja. Die kommt und fliegt jetzt Feuer zu. Auf mich? Am Master hat seine Scorpius ausgepackt. Ah, da ist er. Ja. Hey, du. Ja, jetzt haut ab. Die backen hier, oder? Fickend dir! Jupp! Junge! So, haben wir's, oder? Yep. Ja, hier ist noch die Backe hier, aber ich glaube, die will nicht mehr. Sehr geil. Nee, die hat sich gerade selber geschaut. Am Boden, Leute, ey, das ist einfach der Tod auf, ja, auf 7 Turrets, auf 6. Ich glaube, die Backe hier schafft keinen Anflug mehr, weil die hat ein kaputtes Triebwerk. Ja, sehr, sehr schön. Wir glühen zwar rot. Ne, wie die Motoren der Katlus, ihr wisst Bescheid. Mal gucken, das eine Triebwerk, das zündelt auch schön schön. Ja, sehr geil, hat echt Spaß gemacht. Und ich gehe nochmal kurz rüber, sag nochmal kurz Bescheid. Sag mal, wie sie sich so fühlen. Ich würde mich schon mal verabschieden. Jo, mach's gut. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, hat gut, viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Jo. Tschüss. Oh, sieht aber auch schön mitgenommen aus, das Ding. Ja.
15. So, was für eine Schlacht. Auch nicht schlecht. Junge, Junge, ey. Wir holen jetzt auch eine Hammerhead. Nee, 30 Minuten sind vorbei, Freunde. Ja. Außerdem sind wir komplett rot. Ich habe gerade eine Backe dir geholt. So, sag mal, was war die Idee mit der Prospekta? Das musst du mir jetzt mal erzählen. Der Mining-Regel verstärkt Zweiflung. Wolltet ihr uns wegminern? Nee, ja. In der Mitte durchschneiden. Nee, aber ich glaube, ohne Mist, ich glaube, dieser Strahl, der ist gar nicht so unstark. Nee, da macht ihr muss halt nur rankommen. Ganz schön einen auf dem Pelz gegeben von hinten. Ja, ich hatte nichts mehr. Ich hab mir schon gedacht, wir dachten, du willst uns mit Docking-Anfragen mürbe machen, weil die ganze Zeit Docking-Anfragen kamen. Zu Tode docken. Ein Gasschub, ja, nichts geht mehr. Und als ihr auf dem Boden getitscht wart, war das Absicht oder? Ja, nee, das war, ja, ich glaube nicht. Können wir mal fragen hier. Darm. Git, als wir auf dem Boden getitscht waren, das war keine Absicht, oder? Doch. Ach echt? Doch. Oh ja, hätte ich auch gesagt. Die Schilde waren hinten komplett down und ich habe mir gedacht, vielleicht klappt's ja, wenn ich den Arsch kurz so ein bisschen hinten aufsetze. Aber die ganze Maschine ist aufgeklatscht auf dem Boden unten. Ja, aber mit und da tut es ja noch mehr Schaden machen, warum sollte ich schützen? Weil auf die Falle bin ich nämlich reingeraten, bin zu langsam angeschlichen, habt ihr mich abgeschossen. Ja, ihr habt meinen Turm übrigens komplett ausgeschaltet. Also alle konnten schießen, ich war einfach, mein Turm war kaputt. Aber dafür konnte ich sehr, sehr schöne Außenaufnahmen machen und durfte dann super, weil ich so ein Glückspilz bin, dann in den hinteren, unteren Turm. Weil ich so ein Glückspilz bin, absolute Loser. Genau, weil wer ist rausgefallen? Ich, genau, Karl Cooper ist rausgefallen, ist ja. Oh Mann. Nee, aber hat wieder mega Spaß gemacht. Wieder sagt nur, dass die Hammerhead wirklich ein Monster ist, finde ich. Also ja, richtig geil. Mega geiles Teil. Und wenn man mal zu zweit oder zu dritt unterwegs ist im Verse und man hat einen Bounty-Auftrag, kommt da an und das ist eine Hammerhead, die besetzt ist mit 6 Leuten, lieber weg. Nicht machen. Ja, schon krass, ey. Oder Hilfe holen. Hat mal das Prospektor wenigstens Schaden gemacht, bei meiner. Ich weiß gar nicht. Ja, normal müsste die Schaden machen. Also du hast doch gesagt, er will uns vorne wegmeinern. Ja, genau, ich habe das gesehen, ja. Aber ich weiß nicht, ob er Schaden gemacht hat. Ja, der hat deinen Turm weggemeinert. Nee, das war vorher. Aufsaugen müssen. Nee, sehr cool. Ja, Mensch, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, das hat euch auch genauso mindestens so viel Spaß gemacht wie mir. Und mal gucken, was wir nächste Woche machen. Mega schön. Na, mal was Ruhigeres wieder. Was Nervenschonendes. Ich überlege mir mal was. Wir können mal wieder, auf 1000 Meter. Wir können auch mal wieder irgendwann mal wieder eine Runde Picoball können wir mal organisieren. Das macht auch echt Bock. Da können wir ja diesmal sogar einen richtigen Picoball nehmen. Letztes Mal haben wir noch einen Pico genommen. Capture the Flag ist doch auch wieder noch sowas, wo du so eine große Kiste machst mit einem Kubikmeter und die dann als Flagge nimmst, die es dann mit einem Traktorbeam dann hin und her schleppen kannst. Zum Beispiel, ja, genau. Ne? Aber ich muss mir mal was überlegen, weil letztes Mal kam ja die Kritik mit, dass wir mit FPS-Waffen gespielt haben. Da ich will aber dieses Picoball auf jeden Fall ohne FPS-Waffen spielen. Vielleicht, dass man nur Traktorbeam und halt Boxen. Ne, dass man, ich weiß nicht, muss man mal ausprobieren, ob einer, der einen Traktorbeam hat und eine Kiste dran hat, wenn man den wegboxt, ob der dann die Kiste fallen lässt. Na, oder Medizingun und da kann man die vollpumpen, dass er besoffen sind und rumschwanken. Ja. Oder so. Wir überlegen uns auf jeden Fall. Das ist aber mehr Drugball. Drugball. Gut, dann habt auf jeden Fall noch einen schönen Abend, ne? Und eben macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Tschüss. So, wir docken jetzt hier noch anständig an hier.